Die deutscher Sprache macht der große Sinus. Dusche i serce nein gehat na Venus. Mutter, du hast mir die Zunge gepuckt, feste in zweierlei Stoffe. Zuerst hast du sie in ein Stück Atlas gelegt, wickeltest Futter, dann ellenweiß Loden so eng um die Arme, dass kaum etwas Schlinker ihr bleibt. Kein Zipfelchen Zunge lugt aus dem steifen, schwitzigen Kleid. Matko, hast du mir die Seele gepuckt? Duscha, ist die jetzt Deutsche? Uratujon, rette, chen, oitsche, spucke mich aus. Da ich gerade aus Lana komme mit dem Jahresthema Krieg und Frieden und eigentlich wenige Gedichte, die zum Krieg irgendwas zum Krieg zu sagen hätten, kann ich allenfalls mit etwas aufwarten, das ein ganz armseliger Versuch ist, die Geschichte zurückzunehmen auf eine allem Krieg und Frieden ganz unangemessene, clowneske Weise, glaube ich, aber es ist, glaube ich, eines meiner letzten Gedichte. In Kranach-Basgarten. Sie schnüffelte, betätschelte Blütchen, befühlte die Blätter, entfernte ihm Läuse, enthedderte Misteln, Efeu, Federn, oh, ungeschickter Fuß, o Schlangensplätter, die Zeitschleuse blieb zu. Kein Pflügen, kein Fürchten, nichts müssen. Nur dieses Rucke die Gu und immer Rucke die Gu. Der Biss sah um, im Nu nicht ertüchtigte. Kein Keimlein, kein Babyboom, kein Haar krümmte sie ihrem Wipfel, riss ab. Keine Frucht. Aber sie staunte. Was hat der Adam da für einen langen, 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 unverhüllten, unbezweigten, unbeschnittenen, was hat er bloß für einen unbefeigten, halb zerknüllten Zipfel hängen? Aber sie biss hinein, biss fest, bis sie ihn abbiss. Adam schrie, fast verschluckte sie sich Blut. Etwas riss. Aua. Das ging, sagte sie, um Längen besser so mit dem Mund und den Zähnen, als wenn ich's häme mit dem stumpfen Victorinox-Appelmesser vom Vati getan hätte. Doch pfui Deibel die Wette. Toter Zyklop. Als sein linkes Brillenauge pink verklebt war mit dem Hansaplast, schien die Welt noch heile. Alles Raue wirkte glatt und Eile durch das eine wie gepudert. Die Erde war eine Scheibe, alle Busen blieben flach. Die Kuh trug den Dirke Grasen. Die Pole rutschten aus Kälbchen, dem Fasel lief deshalb wohl dauernd die Nase. Man sammelte Sticker mit Goofy-Gesichtern und tauschte mit Minchen sein Fingerblut aus. Tusch um Tusch, die blöde Kapelle der Schützen. Es barst erst Gelächter, dann folgte Rausch. Endlich kam jener Tag, Schilis Scheuklappe ab. Im August guckte er gerade. Die sie Laus nannten, rannte vors Auto. Vom Strommast fiel Radek. Für diejenigen, die Hans Arps Wolkenpumpe kennen, ihr werdet vielleicht diese Montage erkennen. Arp-Propriation. Federbuckel, Federbuckel, hat's gerufen, Seraphim. Nicht die Rundung, Wöllen, Nimi, Sing. Klingei Trumbei, Klingei Trumbei, Riff aufs Klapperbrett.
Riecht recht miese, riecht nach Weise, dünne, leises Beiselett. Auge zünde, Auge zünd und pumpe, pump bis Kubis Kett. Drache patzet, Mio, Hio, Leiterlei hat weggezogen, eh ums Klötzlein weiß sich logen, Vogelstimmer, Stimmerin, immer, immer fällt, ach immer, immer fällt sie nimi Nacht, pum pum bogs, warum be hin? Satodas. Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Kau dir an der Kruste hier Muskeln an, nimm. An Floskeln tust du gut daran, der tust es dir zu meiden. Ah, das wusstest du schon? Na dann. Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Die eine hockt noch schief im Rachen, indes die anderen auf angenähte Tanten machen, wie damals die aus Lisastara vom Saalrand der Parade Rara. Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Sagst du Billet, verbrauchst du zu viel Spucke. Meinst du Vichure und zeigst aufs Regen zuckeln und rührst dir was aus drei Familien. Führst Krudes durch die Fleur de Lilien und setzt dort Wechselbelger aus, Kuckuckskinder, Bülbülschinder, wie du Wörtchen aus drei Sprachen glaubst, wie du Urkreol verschraubst, was syntaktisch Sinku sich nie binden ließe. Pfui, du fiese Mutter, bist du arg, hast dein Kind betrogen um die eine Muttersprache, alles dreimal. Dreimal Strache, drei Satodas, Seltritt fällst durchs Fehlerfach, deine Zunge, Kindlein, splisst, per quarto ist Äquator. Dagmärchen vom Aal, Größenwahnfabel. Es kam ein Aal zu einem Maler. Bitte male ein Porträt von mir. Ein Memento wünsch ich, Zierarm, Kerze, Schädel, bloß nicht kahler. Haare paar, wo Haare fehlen, verwirrst Toupet auf der Tonsur, dass ich ja mit Tolle schwirre, schirr mir nicht die Graumehlkur. Für den Blick weg von den Gräten, mal mich füllig um die Hüften, schiele nicht zur dürren Käte, Klüfte, Tüftle, Dufte, Klüfte. Stell mich da mit beiden Nasen, Kassopie schnitt sich was ab, verschlanke mir die Fischschwimmblase, bitte, bitte nicht zu knapp. Den Vormeerschärfe, Aalvermehr, ich möcht kein Bodengucker sein, himmelnd blicken in die Wolken, schweifen übern Molken rein. Ein Halal-Aal wär ich zu gern, mit Sauberkleid, das tu mir an. Aus Saragossa kam, sag Gasso fern, schmucke, schier ein Glanzfasan. Sackmaul keins, hübsch Tütenmund, hab abgeleicht, ohne zu sterben. Den Aalpokal dafür bekundstet es mir zuzuerben. Skandalo-Aal und Randalls Aal, ein Sandaalbild von einem Aal. Madonnengoldgrund Putti will und drauf paar Brotas Schalen. Alabe-Aal, Alaugenweide, Krakels, Makru, Makrelen. Ja, Lalli, lecker wie Tibi, nur das Gift nicht verhehlt. Dem Buntgarn der Bälte, bald Bratmarinade, blecke ich, bricke und braun, ein fickriger Seehund für drei Schuppen hickelt, wo ich aus dem Kilt kiek und raun. Ich bin der über alle alles kann, ich bin der kahle alle Strahlemann und betur mir ja die Monoflosse, am Aalpo die stellen nicht so aus. Die erste schwamm um Nilkolosse, die zweite küsse mir Sanktolaus. Das Poolmahl in Fatis Clematis. Pilatus muss um Johannes 1833 aufs Sprachhus. Um Johannes 1838 ist er erleichtert schon wieder zurück. Gerade 5 Verse, also wohl knapp 8 Minuten,
zwischen Skylla und Charybdis, Hengist und Horsa, Romulus und Remus, neben Momus und Nemo, zwischen Pontius und Pilatus, Piotrek und Paulus, hält's Panprelatrinus Prostaticus wieder nicht aus. Pilatus muss erst aufs Sprachhaus, kann dann zu Herrn Inri, jawohl, zu dem da, den hinrichten, zu dem aus dem Jordanfluss, der vor der mit dem Kluspelfuß, die mit dem Floskelpuß vor ihm Kratz macht, bußt, was sich aufblustert, bloß vor dem Boss, vor dem mit dem Himmelsschloss, der dem mit dem Rosennusspaar ein Los in die Hosentasche steckte, nicht irgendeines, sondern das Große, dass das mit dem Bösen muss ein für allemal wegbleckte, nur einlösen, stempeln und Bares. Um Haaresbreite wär der mit dem Mal da, der mit dem Korlal egal gewesen, war's aber nicht der Eselin, die den mit der Moinemauke der Magdalena verfraute, weil riech, ewig hieß es von dem, er sei ledig ans Kreuz genagelt worden. Warum, wenn doch lauter hübsch herzlautre Hildegard-Horden sich hoch an ihn schmiegen und igten und bei seinen heiligen 3,5 Hoden zu liegen gelegen zu haben, sich anschrieben, ja mindestens 790 Jahre alt, diese letzte, die mit dem Fuchshaar, der als die mit der Ovalrunde, nämlich der schlafausgescheuerten Glätze, einem Mönch gleich und flugs einen Buckel anwünschte, der wuchs, ja, dieselbe, die gurkt jetzt stracks über den Fluss, und sie buchs ja das Brot der Brote, das Brot zu den Fischen der Fische für den, der dort über das Rote und durch das Schwarze und der damit ja auch freihändig und freifußig durchs Versalzene, durchs fast festflüssige, unbulgige Tote, auf dem man oben flottiert, auf dem man so Bauch flotet und rüber an das andere Ufer. Schübe, wie diejenigen, der, die den Pontius Pilatus aufs Klo setzte, kübeln, um ihm endlich sein erzprätoriales Präkranwässerchen im Bleimer zu trüben, das die Hände ihm wusch, das Brausige. Die folglich, die sich hielt an sein Lausiges und es hob, nämlich das, was kein Gott ihr je wohl zu entschuldigen gedachte, sie musste geloben vom Gemächte mit Sackteil hold schiefrunder Klode, die sachte unter der Toga, in der er gern demagogte, zumindest auf Demagoge machte, wo Gock lachte, plumps, da kracht er mit seinem matschklumpfüßigen Kumpanenschlumpf auf den Wüstenboden und bittet den um die Erlösung, verblendet, also nicht den von den Fischen und von den Broten, den vom Rotweinkrug Sieg und der Erweckung dieses anderen Stinkers, sprich des tullmumifizierten krebstoten Lazarus, Tazarus, verrußte Tatsache, weil daneben eine kokelte, weil der mit dem Pipo im Namen popopelte und dann in die Klematis fasste, Fatis Blume quasi quasend verquastete, hassend judassisches Gelb, das die Zeloten so bis vor Golgatha schasste und jenen in Furcht sich zu suhlen im Schweiße an dornener Knute vor den Römersandalen veranlasste. »Schmeiß den Safrangelschändel raus, er gehört aus der Kaste«, sagte die Elf. Aus dem Popi platzte es. »Pst, Joe, mir behagt er der Ken. No Pelf, na Tscholle, brennt ihm das Zeichen. Der oben jedenfalls, der wär froher in Moor, Herr, hab ihn selig, muss aber weichen. Denn woher, ja woher bekäme in Judäa ich Moor, Herr?« Man frage Carmen Herminia, die Näherin, die Amante, mit dem stählernen, dem blutspitzen Speer, schöner, helle Barde, getunkt in verbleite, giftige Sphäre. Nichts. Athletischer Kerlsbulk steht rot rum und gärt, Gold glänzt auf den Karten und pieks in den Inri, Blut liegs, Macht ohnkriegt, Stigma, wem der Sinn danach steht. Inri gerissen allein dieser Arme, vom Himmel Babbo verschlissen, hängt vor den Hunden, Tropf, Tropf tränzt eilig aus allen gestochenen Wunden eines vor viel zu viel Publikum schauvorgeschundenen Minri. Erinnert euch auch an seinen Schurz, weit wegräten Hähne, bestattet bald ruhte sie kurz, die dreimal heilige Plika, seine dornfilzige Nazarenermähne. Ificaua, Ifika, Ifurzt, just sein Zicklein, El Brute, wo Brutalus über das Grab sollen wachen, Kute, Kute, nicht einschlafen, bloß nicht einschlafen, wie dieser lose, der dösende Stein, der unseren schmetterlingshaft sich gleich wandelnden Seinsmacher von Fischbrot, Auferstehung und Wein vor den Dieben beschützt
und vor Scharen von gläubigen Laien, die noch weiche, leicht warme, bleiche Laleiche nimmt die Beine in die Hand, Staub aufgewühlt, Kuskakicha, rennen auch anderer heran, die zusehends erwachen, sie starren gebannt und der Tschiche, Tschichutki tritt er hinaus, ein Nackedei-Bar jüngster Narben fährt auf, kommt wieder runter, einen ganz frischen Leib hat er jetzt, wo sind die Dornen, die Stiche, Licht ist der Lenzka, Regarde, Regarde, eine Hautaura erblüht, ihm blümt, schimmert in Disneys Regenbogenfarben. Und der Engel jetzt alle, über und über Foulard, Wehende, alle Pogo, Pogo der überall alles Sehenden, Bartpogo, Pogo der Flügel, Pogo der fehlenden Füße, Pogo der Büßer, der Augen, der Schlepphemden, Pogo beim Pogo Süße verströmend und heiligen Wohlgeruch, Pogo in Tunica Togo, Pogo und Amen, Pogo in Poponcius und Proklas Namen, Gogo Erzengel Pogo, Gogo Gadgetto Toga Pogo, Gogo Gadgetto Toga Poponcius Nogo, schwinge das Bein. Hornrärchen und das Scheinemblem. Immer noch glauben kleine Mädchen an Einhörner. Sie glauben an schöne, wohlproportionierte Schimmel, an stolze Tiere, die einen spitzen Hornzahn vor ihrer Stirn hertragen. Niemand wagt es, ihnen die Wahrheit über die bleichen Pferdebrüder zu sagen, dass der Ertragen ihnen nämlich arge Nackenschmerzen bereitet, dass der Ertragen den phantasietierischen Horizont nicht gerade erweitert, dagegen dämlicherweise schmälert, da man mit dem Gewicht vor dem Hirn auf keinem von ihnen je irgendwo fernhin verreitet. Andauernd verkeilt sich ihnen die Last der verhörnten Rappenbirne, will eins essen und neigt die Stirn dazu mit schwerer Mähne, bleibt das Horn in einer nahen Buche stecken, die Äckern ungegessen, vom Horn ausziehen, schwirren, Späne, zappeln, fluchen. Schlimmer, das Einhorn bohrt galopp sich in die nackte Erde, einer irren, ungelenken Nadel gleich, steckt es hochkant steif, Stabhochsprungvergleich, im Mergel, bevor das Leckerlein ihm noch zu Boden langte. Schnaubend hängt die sanfte Nüster einen Meter überm Buttenbusch, Wutgewirr und die Magenwüste kraucht. Eine Jungfrau rettet's Einhorn, füttert's mitleidig mit lila Lauch und schon kommt da die Pfuscherkutte, Kuttenpfusch zum Schoßeinhorn. Er will ein feines Puder machen, kennt sich aus in Tädiumsachen und sägt das Horn zur Blässe ab, wird sich's einverleiben, Kutte lassen, Hörnlein reiben gehen. Einhorn schleift den Lebenslehn in Bild und Brauch. Gott will immer alles panieren. Er wühlt in Mehl und Eischleim und Panade. Er pfeift und singt dabei. Und was hier fehlt, das wälzt und würzt er gerade. Vielen Dank für die Einladung. Full Disclosure, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Peter hat es ja eingehend gesagt, es sitzen hier nur DLL-Ex-Studierende oder noch Studierende auf der Bühne heute Abend. Dagmara und ich haben vor 10 Jahren und in einem anderen Leben zusammen dort studiert. Ich war noch ganz klein damals. Schade ist eigentlich, also weil das ist jetzt wirklich so 10, 12 Jahre her und wir haben immer mal wieder zusammen gelesen oder uns gesehen, aber natürlich gab es nie so viele Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ja. Das heißt, Dagmara, ja, ich habe sehr viele Fragen dabei. Okay. Und ich habe gedacht, wir machen das nach einem bestimmten Prinzip. Das heißt, entweder ich kann sehr, sehr komplexe Fragen stellen und verhedder mich dabei, ja, oder ich stelle sehr einfache Fragen und du gibst komplexe Antworten. Das soll ich mitschreiben? Ja. Nee, meine Fragen sind ja ganz einfach. Also, einmal muss die Versuchsanordnung geklärt werden. Wir machen einen Probedurchlauf. Okay, na gut. Also, meine Frage wäre jetzt zum Beispiel, Probefrage,
Gar kein Stress. Kaffee oder Tee? Ist das dein Ernst? Das ist die Probefrage. Beides. Beides, okay. Dann könnte ich jetzt an dieser Stelle zum Beispiel fragen, warum? Und dann müsstest du das ausführen. So, das musst du jetzt nicht machen. Ach so. Nee. Aber das ist meine einfache Frage. Okay. Und du wirst komplexe Antworten darauf geben. Ich habe 25 Fragen vorbereitet. Und ich habe jetzt gerade eben noch etwa 5-6 Fragen dazu geschrieben. Ja. Ich habe zumindest versucht, das vorab auszurechnen. Tobias achtet sehr darauf, dass wir nicht maximal 20 Minuten überschreiten. Das heißt, ich habe errechnet eigentlich mal, dass du 48 Sekunden pro Frage hättest. Und dadurch, dass ich jetzt schon so viel quatsche, wird jetzt wieder was abgezogen. Und dadurch, dass ich die Fragen ja auch noch stellen muss, wird wieder was abgezogen. Also ich habe errechnet eigentlich 37 Sekunden pro Frage im Schnitt. Das geht jetzt los. Du könntest noch weiter über diese Rechnung reden. Ja, ich kann bist das. Bist du am Ende der Zeit? Ja, ja, okay. Also, Gedichte selber lesen, leise für dich, oder vorgelesen bekommen? Wessen Gedichte? Weiß ich nicht. Das kommt drauf an. Ah, okay. Warum? Auf was kommt das an? Also gestern zum Beispiel habe ich Thomas Wenzlauer gehört und wenn er mir diese, nicht mir, sondern dem Publikum, aber mir ganz besonders, weil ich habe mich sehr angesprochen gefühlt von diesem Sound des Litauischen, das kann man nur vorgelesen bekommen, um die Prosodie und die ganze Kunst aufzunehmen, selbst wenn es eine wunderbare Übersetzung gab, die natürlich ganz anders geartet war von Cornelius Hell. Aber ja, gerne vorgelesen bekommen. Okay. War gar nicht so schwer, ne? Nee. Ja, also gut. Okay. Weil ich höre nämlich deine Gedichte sehr gerne vorgelesen, wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Und finde schon, dass das im Buch, ich kriege das bedingt gut hin, weil ich natürlich auch bestimmte Wörter nicht so gut aussprechen kann oder dann den Sound einfach gar nicht im Detail habe. Selber schreiben oder übersetzen? Das kann man nicht gegeneinander ausspielen, diese Wort. Auch beides. Nee, aber wie verhält sich das zueinander? Weil ich meine, du bist eine tolle Übersetzerin und ich habe durch dich Biowaszewski kennengelernt. Biowaszewski? Ja. Ja. Und genau, wie verhält sich das eigene Schreiben zum Übersetzen, würde mich interessieren. Also ich glaube, dass das Übersetzen ganz deutlich auf das eigene Schreiben abfärbt. Darum muss man aufpassen, wen man übersetzt. Wen dürfte man nicht übersetzen, frage ich mich dann. Da gibt es einige. Okay, du nennst keine Namen. Nein. Sehe ich das richtig? Okay. Ich mache weiter. Lieber neue Wörter erfinden oder, in Anführungszeichen, vergessene Wörter wiederfinden? Ja, auch beides. Was lieber? Ja, entweder oder ist schwierig. Aber so funktioniert das Spiel. Also ich kann ja da auch nichts für. Wie verhält sich das bei dir zueinander? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich deine Texte angucke, dann kann ich sehr viel Arbeit hineinstecken und dann bin ich oft auf dem Volksweg trotzdem. Weil das eine ist, dass ich dann in Wörterbuchern anfange rumzuschlagen. Und das andere ist, dass ich dann so merke, so, hat sie mich wieder gekriegt, ist gar nicht auffindbar. Ja. Ja. Machst du gerne so. Mhm. Ja, okay, habe ich verstanden. Dann vielleicht gehen wir konkret zu einem Text, nämlich, jetzt hoffe ich, dass ich das wieder richtig ausspreche, Catodas? Ja, ist Sa, ein Französisch für das. Catodas? Ja, Sa ist das. Tor ist das und das ist das. Genau das habe ich nämlich auch in einem FAZ-Artikel gelesen, dass das also alles drei quasi so Zeigepronomen sind. Ja. Und was mich natürlich zu der Frage führen würde, wie wichtig ist das Zeigen im Gedicht? Gibt es im Gedicht also so etwas Ähnliches, gibt es da auch so eine Regel wie Show, Don't Tell, zeigt oder zeigt man da mehr, tellt man weniger? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Aber vielleicht kann ich, es ist viel, viel einfacher hier. Meine Kinder waren klein und zeigten immer und sagten das, das, das und dann in drei Sprachen. In allen drei Sprachen, okay. Am Anfang, genau, bevor es dann auf einen sehr französischen Weg zuging, die Sprache. Aber genau, aber zeigen im Gedicht, ja, zeigen. Wie, zeigen zeigen, im Gedicht? Zeigen mit Sprache oder mit Sound vielleicht zeigen. Eher mit den für die Ohren zeigen. Ja, also ja. Du würdest dich fürs Zeigen aussprechen und nicht so fürs nicht fürs Tell. Ja, nein, auch nicht. Also mir wird ja oft in Gesprächen mit mir gesagt, dass ich gar nichts erzählen würde, das sei so ein völlig unverständliches Zeug. Und dann denke ich immer, aber ich erzähle ja auch, ne? Tell, da ist schon auch was erzählt. Also, aber vielleicht kann man das, also ich könnte das natürlich immer wiedergeben, was ich glaube zu erzählen oder was ich einfach erzähle, was ja, dass man ja immer, man erzählt ja was. Es erzählt sich, nicht es erzählt sich, oder? Ja, vielleicht erzählt es sich, ja, du hast recht, ja. Die Frage steht nämlich auch hier. Das ist sehr gut, weil wenn du hier mitarbeitest ordentlich, dann kommen wir hier voran. Ich habe mich nämlich kürzlich gestritten mit einem älteren Kollegen, der Dichter ist, und der hat gemeint, Gedichte seien nicht narrativ, grundsätzlich nicht. Mhm. Und ja oder nein? Ja, auch so pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Es gibt das essayistische Gedicht, es gibt das narrative Gedicht, es gibt auch genau das Gegenteil davon, alles ist möglich. Aber ich könnte es nicht so... Ich würde ja zum Beispiel sagen, also so wie wir gerade bei dir gesagt haben, also auch wenn du mit Sound arbeitest, beginnt es zu erzählen irgendwie. Ja, auch wenn du jetzt nicht von A bis C eine lineare Geschichte hineinpackst irgendwie. Ja. Ich würde ja sagen, Gedichte erzählen immer. Also das wäre ja meine Haltung. Du darfst mir widersprechen. Sollst du mir widersprechen. Deine Haltung. Okay, das nur als kurzer Exkurs. Du hast vorher schon gesagt, deine Kinder haben quasi in allen drei Sprachen auf etwas gezeigt, haben gesagt, das, das, das. Und es gibt eben dieses schöne Gedicht, wo die Muttersprache, die eindeutige Muttersprache versagt wird. Meine Frage wäre jetzt natürlich, wie viele Sprachen sollten Kinder lernen? Darüber denke ich oft nach und denke immer wieder, es sollte nur eine sein, statt sie zu verheddern. Und es sollte erstmal eine sein. Ich habe einen Fehler gemacht bei meinen Kindern, die jetzt Schwierigkeiten haben, die eine Sprache zu finden. Daher auch dieses Gedicht. Weil ich glaube, also oder man ist, fühlt sich wohl in allen und kann in allen Sprachen, aber irgendwie ist man so zwischen den Stühlen und hat dann keine für sich. Und ich habe ja nur zwei, Polnisch und Deutsch, und muss sagen, dieses ewige Dazwischen, ich weiß nicht, vielleicht nehmen das andere Leute ganz anders auf, die mit vielen Sprachen aufwachsen, aber ich glaube, eine Sprache zu haben als solide Basis ist sicher nicht verkehrt. Und würdest du sagen, weil die solide Basis in deinen Gedichten ist jetzt zumindest das Deutsche. Also ich meine, wir lesen sagst ein... du. Ja, eben. Das ist meine Frage. Ah, die Frage kommt jetzt nämlich. Weil ich meine, also wir haben ein Gedichtband, der zumindest in einem deutschen Verlag erschienen ist und der zu, ich weiß nicht, ich kann keinen Prozentsatz sagen, aber die Folie ist deutschsprachig. Ja, würde ich auch sagen. Hast du mal andere Versuche gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich habe auf Polnisch ein Gedicht geschrieben oder auf Französisch oder in noch einer anderen Sprache und die ähnlich als Folie, als Trägermaterial, ich weiß nicht, wir finden da sicherlich noch bessere Bilder, genutzt? Ja, also ich schreibe auch manchmal auf Polnisch oder eben in Plansprachen. Das habe ich ja schon versucht, irgendwie aus dieser Sprache rauszukommen. Aber gut, dass du diese Sprache, die ich da schreibe, als Deutsch identifizierst. Denn ich erzähle manchmal, wenn ich die Gelegenheit bekomme davon, dass Marcel Bayer mich fragte, Frau Kraus, in welcher Sprache schreiben Sie eigentlich? Da war ganz klar keine Identifikation möglich. Sondern dachte ich, okay, ich kämpfe damit. Ja. Aber es ist einfach unlesbar. Offensichtlich kein Deutsch. Okay. Dann würde ich an der Stelle quasi ankumpelnd an Jandls Gedicht, um ein ganzes Gedicht zu machen, habe ich nichts und so weiter, eine ganze Sprache, würde ich sagen, wie viele Sprachen braucht man für ein Gedicht? Eine. Eine? Ja. Nämlich die eine unverständliche. Oder die eine, die sich aus vielen zusammensetzt. Es gibt ja die eine. Okay. Wir springen hier in meinem Dings so sehr herum. Ich bin so fast aus dem Konzept gekommen. Aber ich habe wichtige Fragen zum Aal.
Wo siehst du deine Gedichte eher? Skandal-Aal oder Aal-Augenweide? So, so eins zu eins übertragen. Ich weiß nicht, also weder noch. Okay. Dann würde ich sagen, wie würdest du am liebsten quasi rezipiert werden, gelesen werden und so weiter? Aal-Pokal oder Aal-Schule, Aal-Rudel? Oh, Aal-Rudel. Das gibt es bei mir nicht, ja. Das, also, ja, Aal-Rudel. Ja, ich kann, ich weiß nicht, was ja, gerne. Ich versuche ja mitzumachen. Was auch immer, Aal-Rudel. Also, ne? Ja, was auch immer das dann bedeutet, du weiß es nicht. Nein, ich meine, ich würde sagen, so ein Aal-Pokal hat man eben so für sich alleine, ne? Da kriegt man so ein Aal-Pokal und Aal-Rudel wäre dann so, also Aal-Schule, das sind ja mehrere zumindest. Und da hat man dann so eine Leser, wenn ich mehrere Leserinnen wäre, die mehrere schreiben, die als mehrere Aale schreibt, oder? Das, wenn du das sagst, also wäre das dir angenehm? So. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, als Aal im Rudel. Okay. Ich hab noch eine Frage. Also ich habe noch diverse Fragen, das ist das Problem. Einhörner. Ich mag Einhörner auch gerne. Ich ja, habe auch einen Einhörner. Ja. Ich hab auch mehrere Einhörner sind da auch unterwegs. Das war jetzt nur dieser Ausschnitt. Mhm. Du hast das ja so ein bisschen entzaubert. Also, ich meine, du hast ja quasi sehr pragmatisch gesagt, dass das ziemlich anstrengend ist als Einhorn. Würdest du sagen, Einhörner abschaffen? Weil doof und irgendwie irreführend für kleine Mädchen, ne? Oder eigentlich Einhörner quasi Datoren kürzen, weil angenehmer oder so? Na, ich dachte irgendwie bei diesem Einhorn, klar gab es natürlich die Kinder wieder, diese Einhornmanie überall, aber ich dachte irgendwie, das hat doch was mit Poesie zu tun, ja? Alle glauben irgendwie, da läuft sowas, so ein schönes Gedicht und aber das zu machen und wie es sich irgendwo festbohrt und irgendwo nicht mehr weiterkommt. Und also für mich war das eher so gedacht. Das ist ein poetologisches Gedicht. Es war also eher, ich habe es so also gedacht. Das muss man jetzt an der Stelle, das muss jetzt jemand mitschreiben, weil dann setzen sich danach ein paar Germanistinnen ran, oder? Dass das eigentlich ein poetologisches Gedicht ist. Okay. Ich habe noch eine böse Frage. Ich habe ja hier, so wie sich das gehört, sehr brav mitgelesen, was du was du vorgelesen hast. Ja. Und du hast beim Dagmärchen vom Aal der Größenwahnfabe die letzte Strophe weggelassen. Ja. Die Was Moral. Ist da los? Ja, die Moral muss man selber finden, nachlesen. Ah, okay. Das heißt, du, also sozusagen von der Kanzel, von hier oben keine Moral, aber im Buch kriegt jeder die Moral geliefert. Ja, sie ist ja ausgespart, ne? Sie kommt ja als Morse-Moral. Ja, also ich arbeite hier sehr brav, ne? Da ist so ein Morsecode unten dran und ich habe ja natürlich geguckt, was da gemorst wird. Ja. Ja. Wie hättest du denn, weil meine Vermutung war, dass du das rausgelassen wird, also da ist so ein Strichpunktcode quasi drunter und hast du das mal vorgelesen? Das hätte mich nämlich interessiert, wie du das... Zeige ich nicht. Ah, okay. Gut, dann hätte ich noch Fragen zur Bibel. Ja. Wie findest du... Was macht die Bibel da? Was ich immer andauernd mit der Bibel habe. Ja, es ist bemerkenswert. Ja, das stimmt, ja. Ja, also zumindest auffällig. Also ich kenne ja frühe Gedichtbände von dir, da war weniger Bibel. Ja? Also beim Kummerang auch so viel Bibel? Ich bin nicht so bibelfest, ehrlicherweise. Bestimmt. Ja, war auch so viel Bibel. Ja, ich bin katholisch erzogen. Und das ist einfach... Das kommt nicht, es kommt überall aus allen Poren aus mir raus. Okay. Und das heißt aber auch Bibel, auch da quasi Folie eigentlich, oder? Ja. Um weiter zu erzählen, da gibt es schon Stoff, da gibt es schon Material. Genau, ja. Mhm. Okay. Ich hab so rumpoletet vor, dass ich so viele Fragen habe. Wir haben jetzt so nebenher so viele Fragen beantwortet. Wie ist es denn mit Engelchen und Teufelchen? Es gibt das Gedicht ja, also was beginnt mit Federbuckel, Federbuckel, hat es gerufen Seraphim und ich habe natürlich gegoogelt.
was da im Detail los ist. Aber magst du einmal ganz kurz sagen, also weil wir haben quasi entzaubert ja jetzt gerade schon den das Einhorn. Und du hast gesagt, okay, Bibel ist nur Folie. Was ist mit Engelchen und Teufelchen? Sind das jetzt auch nur so Figuren oder gibt es da irgendwie mehr? Bei den Engeln? Ja, wie gesagt, das ist eine Collage oder eine Montage aus Hans Arps, aus einem der Gedichte aus der Wolkenpumpe. Mhm. Und mehr, ja, also da zum Beispiel, da habe ich Angelus Silesius ist da reingeschrieben in diesen Text als Folie. Das sieht man wahrscheinlich erst am Schluss, aber da sind schon mehrere Folien drin. Also es ist eigentlich immer relativ mit Intertexten verwoben, weil ich gar nicht anders kann, als Literaturwissenschaftlerin auch immer irgendwas da reinzulegen. Und wer möchte, kann es nehmen. Wenn nicht, dann ist es halt Sound. Ja, halt noch. Aber es ist immer beides. Ich habe noch eine letzte Frage. Weil hier Tobias räumt schon wieder das Feld. Oder wir haben als letztes gehört, dass Gott gerne paniert. Meine Frage ist also, was panierst du am liebsten? Ich habe noch nie in meinem Leben paniert. Okay. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Die haben wir aber, glaube ich, schon geklärt. Vielen Dank, Dagmara. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank für die Lösung.